Tja, wird Zeit hier die schöne Sniper zu benutzen. Oh, guckt euch dieses Ziel an. Es wartet nur darauf, getickt zu werden. Mal gucken, ob es one-shottet. Fast. Fast. Oh, Sniper sind eigentlich übertrieben geil. Guckt euch diesen Narr an. Boah, dann. Hey, zum ersten Mal in ein Spiel feiere ich Sniper extremst. Komm her, mein Kleiner. Vielleicht werde ich hier ein Sniper-Man. Oder beziehungsweise, ich werde auf jeden Fall Sniper des Öfteren. Ist das ein Gegner? Ja. Na komm schon. Ja. Boah, das fühlt sich geil an. Weil es gibt hier in Borderlands einfach mehr Variationen von Snipern. Auch unter anderem, zum Beispiel die hier, die eine schnelle Feuerrate haben. Das heißt, ich kann eigentlich relativ mehr Spaß haben, ne? Okay, ich bin gerade in der Höhe des Löwen. Was will ich machen? Ich steppe wieder zurück zu meinem Aussichtspunkt. Alter Falter. Da geht der Blick fast ab, ne? So, gucken wir erstmal, wo die kleinen Scheiße sind. Aber ich kann halt mal das Zielfernrohr hier nicht so schnell bewegen. Das ist der Nachteil. Hallöchen. So, das war ein. Das ist ein Badass. Autschi. Autsch. Was ist das denn für ein Hurenmann? Stopp! Oh meine Güte. Ja, den habe ich, Alter. Keine Munition mehr. Gerade in dieser Situation. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Auch keine Granate mehr. Wow, Nosecop in der Haus. Oh, man hat hier so viele Möglichkeiten. Warte, müsst ihr hochkommen, Alter. Ja, das spielst du morgen noch, ein kleiner, ha? Leg dich nicht mit Jack an, ne? Ist immer wieder dasselbe mit euch. Boah, die Sniper ist auch hier, Alter. Übelst sicker Shit. Das Klärchen-Märchen. So, Munition, Alter. Was für ein Hurens. Mondstein ist doch das Schönste. Granaten, die in der Luft geworfen werden, haben eine Chance, keine Munition zu verbrauchen. Granaten nicht zu okay. Aber sonst geht's sehr gut, mein Kleiner. Der Typ wurde einfach nicht auf der Karte angezeigt oder war einfach zu weit weg. Auf jeden Fall. Oh, wir entfernen. Gibt's hier Waffenautomaten? Wisst ihr was? Das sieht weg. So. Und was hat das Feuerelement zu bedeuten? Maximal. Ah, ich hab's eben schon erwähnt. Schmetterelementschaden. Okay, gut. Was ich aber in den vorigen Part eigentlich meinte, ist, so Zusatzeffekte für den Schmetterangriff. So, das nehmen wir jetzt. Feuer ist effektiv gegen Humanoiden, also gegen Fleisch einfach. Deswegen ist Feuer wohl einer der geilsten Elemente. Aber es kommen später im Spiel definitiv Gegner, die auch, ja, Metallgegner sind. Und dagegen ist halt nur Kollision bzw. Gift oder Toxic gut. Was ist das? Kann ich das aktivieren? Hui! Boah, das hilft mir auf jeden Fall ungemein. Das ist beautiful. Ich sag diesen Spruch eigentlich immer nur sarkastisch gemeint, aber das meinte ich gerade ernst. Boah, ich liebe dieses System einfach. Ja, keine Munition. Ich glaube, mein Schwein hackt. Da muss ich kurz zutilgen. Gibt's hier einen Automaten? Ich glaube, am Anfang des Games, Anfang des Levels, ja. Ich muss noch Munition jetzt gönnen. Ja, weißt du was? Dann werde ich erstmal meine Ablenkzeit hier verringern. Okay.
Ihr könnt mir auch mal sagen, was euer Favorite Borderlands Game ist. Also euer Lieblings Borderlands. Für mich persönlich, wie bereits gesagt, ich denke, Pre-Sequel könnte mein Lieblings Borderlands werden. Wo sind die Waffenautomaten? Habe ich gerade komplett übersehen. Nein, hier gibt es keine. Ja, ich glaube, mein Schwein pfeift. Ja, Heidewitzka, du Alter. Sind wir hier etwa in... der Feuereffekt. Boah, nochmal. Oh, meine Güte, wie geil ist das, Mann. Da geht mir einer ab. Boah, beautiful, Alter. Das testen wir doch mal direkt bei dem aus. Du bist mein erstes Opfer. Oh, meine Güte. Die Tatsache, dass ich so ein geringes Schild habe, ist perfekt. Weil wenn ich das im richtigen Moment time und mein Schild geht weg, und kann ich ihn im gleichen Moment damit treffen und mit der Nova-Explosion des Schildes, also Schockschaden, treffen. Das heißt, der Gegner kriegt Feuer und Schockschaden. Was gerade der Fall war. Weswegen der Typ so schnell gestorben ist. Übelst geiler Shit, Alter. Oh, Junge. Ich habe direkt schon eine unbewusste Kombo gemacht. Das passiert mir immer bei solchen Spielen, die ich mag. Was ist denn das, Alter? War ich hier nicht schon, Alter? Boah, der Kaffee zeigt gerade seine Wirkung, Alter. Hui! Also Kaffee ist schon wirklich heftig. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es immer so, dass es extrem hart dann meinen Magen anregt. Hui, was ist das, Alter? Hey, beitören, was für eine coole sogar. Ja, ich muss erstmal hier was loswerden, ne? Was tun wir dafür weg? Die Pistolen. Was? Bist du badass genug? Okay, ich kann die hoffentlich aufnehmen. Das werde ich mal hören. Muss ich mich noch was anderes wegtun, Alter? Obwohl, die Waffe, die mag ich zu sehr. Ist halt eine Anspielung auf Excalibur. Okay, ich muss hier weg. Na, Moment mal. Ich tue kurz hier zwei Waffen weg. Vielleicht brauche ich mehr Platz. Ich glaube nicht. Das tue mir weg. Das brauche ich nicht. Schmetterschaden. Okay, zwei Waffen sind weg. Okay. Ich kann es nicht aufnehmen. Schönes. Ja, die Range ist so abgefuckt. Vielleicht, wenn ich da oben hingehen könnte und dann dort. Oh, es sieht für mich nicht danach aus. Oh, hier können wir auch hin. Glaube ich nicht. Nein, 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 nein. Okay. Wir haben ein bisschen Munition. Besser als gar nichts. Da wollen wir nochmal hier. Okay, was
Kämpfen die sich? Raider. Oh, nice. Das schmeckt doch gut. Also. Wenn du deine Digijacks erhalten, Digijacks, du und zusätzliche Gesundheit, was sehr, sehr sick ist, wir gehen wir erstmal da drauf. Denn jetzt haben meine Digijacks, zumindest die nächsten, ja, der hatte schon, nehme ich mein Schild. Und wenn die nah an den Gegnern dran sind, dann wird eine Nova-Explosion ausgelöst. Durch das Schild, was sie tragen, was absolut grandios ist. Beautiful. Also man kann extrem geile Kombos hier mitmachen. Und was zum heiligen Bimbam ist das denn, Alter? Okay, das sieht extrem kryptisch aus und abgefuckt. Ja, das sieht nach Elfensprache aus oder sowas. Piss off Sarpedon. Ja, das sieht auf jeden Fall, ne? Was zum heiligen Bimbam, Alter. Das sieht schon aus wie aus einem Horrorfilm. Da fällt mir ein, dass die Kammern ja von Aliens gemacht worden sind oder von Wesen, die auch unter anderem diese Wächter, diese Kammerwächter erschaffen haben, um das zu schützen. Eben halt den Loot. Ich weiß nicht, was der Purpose davon ist. Was soll ich von diesem verrückten Universum halten? Und unter anderem. Ja, für mich ist das sowieso verkackt wegen Borderlands 3. Weil die originalen Schreiber von Borderlands 2 und Pre-Sequel, die haben geliefert, also die sind weggegangen. Das merkt man sehr, wie viel die geretconnt haben, also umgeschrieben haben von der Story. Zum Beispiel das, wie heißt der gleich? Hier heißt die alle nochmal, die mit den kurzen Haaren von Borderlands 2, die wird wahrscheinlich hier auch auftauchen. Die ist einfach eine Sirene, das macht überhaupt keinen Sinn. So, es fühlt sich einfach komplett falsch an. Und nicht nur das, der Dialog und vieles andere auch in Borderlands 3, so komplett out of place. Also, es fühlt sich einfach irrsinnig an, okay? Es ist wie, als würde man die gute Story, die einen gewissen ernsten Faktor hat von Borderlands und einfach, also ne, lass mich das so aufklären, okay? Das ist wichtig, hör zu. Borderlands 2 und Pre-Sequel, ich weiß nicht wie Teil 1 war, haben sich immer durch zwei Dinge ausgemacht, abseits von dem Gameplay. Das erste ist einfach dieser Humor, extrem lustig, einzigartiger Humor, und das zweite ist die Story und die Charaktere, die auch wirklich ernst werden konnten und wirklich einen seriösen, ernsten und mehr tiefsinnigeren Touch haben, okay? Borderlands 3 ist quasi, als würdest du einfach diesen zweiten Aspekt, also eine gute Story und dieses Ernstere und das, was mehr Tiefe gibt, einfach wegnehmen. Und so hast du einfach nur noch diesen Humor und nichts anderes, okay? Mag für die meisten wahrscheinlich komplett irrelevant sein, weil das Gameplay ist das Einzige, was zählt. Ich habe Captain Scott nichts von meinem kleinen Alien. Aber für mich persönlich gehört das mit dazu, weil Borderlands ist eine dieser wenigen Spiele, die sich auch durch ihre Story wirklich abgehoben haben, okay? Das hat es wirklich zu einem grandiosen und einzigartigen Spiel gemacht. Nimmt man das weg, ist es immer noch ein gutes Spiel zum Gameplay, zum Musik hören, so, aber es nimmt halt 50% der Qualität für mich persönlich weg, okay? Deswegen, ja. Das Geld ist knapper denn je und Emily ist Haut und Knochen, obwohl Nina ihr Bestes tut. Dann, letzte Nacht, nach Zapfenstreich, erschien es. Ist sie in der Nähe? Über mir. Ich hätte mich fast selbst putzen müssen. Es sagte nur 6 Worte. Sie wird leben. Verlass diesen Mond. Ist sie hier in der Nähe? Weil man gerade so Stimmen aus dem Innenraum gehört hat. Digga, das sieht extrem kryptisch aus, Alter, diese Wandmalerei. Heilige Mutter Gottes. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ja, Kurzfazit eben halt, ich liebe einfach Spiele mit guten Stories. Beziehungsweise für mich, ne, muss das Gameplay immer an erster Stelle stehen, also dass es gut sein muss, aber wenn die Story gut ist, dann ist das ein riesiger Pluspunkt. Einfach riesiger Pluspunkt, Mann. Und da macht es das zu einem einzigartigen Spiel für mich. Was? Alter. Was zum heiligen Bimbam, Alter? Oh, es gibt mehrere Ventile. Du musst sie in der korrekten Reihenfolge schießen. Ja, das mag ich überhaupt nicht, sowas. Ich glaube, es ist auch in Borderlands 2. Wie dir
sollte das nicht so schwer fallen. Ach, danke, Schätzchen. Ach, boah, da fühle ich mich doch direkt geschmeichelt. Okay, also, kommen wir direkt zum nächsten. Ich gehe einfach nach Gefühl. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Wie wär's, wenn du einfach dein Maul hältst und mich die Arbeit machen lässt, Kleines? Ich muss was damit zu tun. Ein Momentchen. Ja, perfekt. Muss ich irgendwas betätigen noch? Ach, ich muss das. Warte mal. Ich muss die alle ausschalten, oder was? Na, okay. Dann weiß ich definitiv Ja, ein Moment mal. Ja, ich wusste es. Weil das hier war das Einzige, was man zweimal drehen musste. Das war der Schlüssel. Jetzt, wo der Schleim weg ist, können die Schnuckels rauskommen und nach Herzenslust rumtoben. Lauf durch den Müll und rette die Schnuckels. Ja. Zu 100% oder zu 99,9%. Das war eine Sauerei. Irgendwer sollte die Suppe mal klären. Sind das irgendwelche riesigen Mistwesen, die man killen muss? Was sind das denn für Viecher? Die gefallen mir nicht. Die sind ja gar nicht schnucklig. Töte sie ja. Töte sie alle. Ja, jetzt reden wir dieselbe Sprache. Gut, dass du ein bisschen Vernunft hast. Zumindest ein bisschen. Nicht ganz so schnucklig. Klingt, als ob was Großes in diesem Container steckt. Ah, Junge, dieser Humor, Alter. Der ist einfach Peak, Digga. Der ist einfach Peak. Beautiful, Alter. Tja, ein weiterer produktiver Tag für die Konkordianische Befreiungsfront. Ein weiterer Triumph für die Natur. Und wenn ich etwas gelernt habe, dann, dass die Natur immer siegt. Komm zurück, dann bezahle ich dich für deine wertvollen Dienste. Gutes Mädchen. Das ist auch der einzige Grund, warum ich überhaupt irgendwas für dich mache. Nicht ganz so schnuckelig, Alter. Ja, das ist einfach lustig, Alter. Der Humor. Behindert, Alter. So ein Scheiß muss man erstmal kommen, Alter, die Gegner so zu benennen. Nicht ganz so schnuckelig. Okay. Die Aussicht. Boah, da muss Papa Cassius aber einen Screenshot machen, du. It's beautiful, du. Also, wo waren wir? Was geht hier noch weiter? Ha? Okay. Hui! Ihr Narren. Sankt Pankreas. Okay. Badass Scroll. Sehr schön. Das kann ich auch, mein Kleiner. Was zum Heiligen? Okay, sind überall, Alter. Viele, du. Stärker!
Und genau richtig. Tja, ich bin der Held. Nur halt gemultipliziert, ne? Let's go! Keine Munition mehr! Ja, das hat mir gerade noch gefehlt, oder? Take diese Narren. Take sie, meine Kinder. Das spielt er morgen noch. Aber ich will nicht nehmen, Alter. Das wollte ich auch nicht nehmen. Hufer. Nein, Männchen, Männchen. Go away, Lost Legion. Okay. All right. Zu dem Thema, ja. Ja, ganz okay, aber... Perfekt. Das erinnert mich an ein Level aus Borderlands 2. Geile Vibes, Alter. Wie scheint sind die Macher von Borderlands Fans von Rollenspielen? Ich meine, das erkennt man erstmal ein System hier von Borderlands, aber was ich meine, sind so typische Oldschool-Rollenspiele. So Fantasy-like. Was man auch schon mehrmals mitbekommen hat. Durch das DLC. Okay, ich geh erstmal. Was? Ich geh erstmal ziemlich erstmal hier drauf. Oh, was ist das für ein Hund? Warum ist Level 12? Der Typ ist zu abgefuckt. Warum ist er ein Hund? Level 12, Alter, ich glaube, mein Schwein pfeift. Okay, der kommt jetzt zu mir, Alter. Ganz cool, mein Kle. Okay, der kommt zu mir. Ich weiß nicht, ob der. Ja. Oh, meine Güte, Alter. Oh, meine Güte, Alter.
ist eine bessere Idee. Verdoppelte Schönheit! Greif diesen Typen an! Oh meine Güte. Keine Munition mehr, Alter. Ja, perfekt. Ja, Mann. Heidewitzka, du. Was hat er gedroppt? Eine Waffe, die zu heftig für mich ist, aber die ich liebend gern einsammle. Ja, weg damit, Alter. Vier Waffen, Alter. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Alter, was war das denn für ein Horns? So ein Mini-Boss, Alter. Also die kann ich eigentlich alle weg tun, weil die alle auf dem minderwertigen Level sind mittlerweile. Obwohl, die Explosion Weapon. Die kann ich gut verkaufen, Alter. Mag ich. Was haben wir hier Schönes? Level 4, nee. Hab ich gerade abgeworfen. Oder, Alter, nein. Was haben wir da? Das nehme ich immer gerne. Eine Pumpgun, hä? Level 6. Die verkaufe ich doch lieber, die Waffe. Und die brauche ich auch nicht. Dann kann ich die Pumpgun nehmen. Warum ist da ein Gegner? Wo ist denn der Hund? Ich glaube, der kleine Scheiß ist irgendwie verbuggt. Ja, der ist einfach unterm Boden gebackt, Alter. Why the fuck not, hä? Alter, sieht ekelhaft aus. Scheint, könnte hier ein potenziell noch heftiger Gegner kommen. Das sieht aus wie ein ekelhaftes Netz voller Mistviecher, wo ein riesiges Muttervieh rauskommen könnte, wenn ich alle die kleinen Viecher tilge. Deswegen. Ja, gucken wir mal, ne? Ja, und das wieder so ein Level 12er, Alter. Ja, Alter. Okay, wirst du... Geronimo, wirst du wohl? Okay, ich brauch kurz einen Absatz. Du bist ein bisschen zu weit weg, ja. Kann ich vielleicht von mir aus? Ja, es ist ein bisschen zu heftig. Und jetzt bin ich vereist, Alter. Jo. So, hier ist ein Absatz. Geht doch. Das ist gerade ein legitter Dungeon. Und was könnte uns wohl da erwarten? Ah, ich glaube, das ist... Okay, das ist... Higgins... Ja... Das ist ein Aliens... wer ist das mal? Ein Alien-Gestein... Tafel... Das hätte ich nicht erwartet. Aber es passt definitiv. Okay, die werden erstmal getötet. Und die bewachen das hier einfach. Die Outlaws. Interessant. Diesen Narren. Dafür würde ich auf jeden Fall eine andere Waffe nehmen. Die ganzen anderen Waffen sind scheiße, Alter. Level 6. Ganz genau. Wie gut sind da. Oh, schnell Nachladzeit.
Ja, das sieht definitiv nach einem Bossfight aus, Alter. Oh meine Güte, Alter. Oh, das sieht so grotesk aus, Alter. Das ist der Punkt. Das ist so ein Something Bigger in Borderlands. Diese Zivilisation, die... Oh meine Güte! Was ist gerade passiert, Alter? Oh meine Güte, Alter. Bin ich dazu bereit überhaupt, Alter? Oh meine Güte. Okay. Sowas gab es nicht in Borderlands 2. Komm, das ist ein optionaler Bossfight. Ja, warte mal kurz. Oder teleporte ich mich schon einfach zurück wieder zum eigentlichen Stern. Hier ist ja nichts Großes am Start, ne? Ah. Ja, ein bisschen Money, Alter. Dann wollen wir mal. Was zum Heiligen, Alter? Okay, ich muss jetzt auf Zeit, deswegen werde ich kurz mal hier die ganzen Sachen entfernen, die ich nicht brauche. Folgendermaßen, ich entferne all die Sachen, und das verkaufe ich. Ich entferne all die Sachen, die auf minderwertigen Level sind. Das kann ich gut verkaufen, das behalte ich. Das brauche ich nicht, das brauche ich ebenfalls nicht. Habe ich irgendwelche Schilde? Ich nehme einfach alles hier. Ja komm, das tue ich auch weg, Alter. Okay. Weird. Was ist das, Alter? Digga, ich komm nicht klar, was. Das ist bis jetzt der geilste Moment in Borderlands. Definitiv, das ist geiler Shit, Alter. Das ist einfach so etwas Optionales ist. Bestimmt muss man durch eine Nebenmission dorthin. Aber das ist definitiv einer der geilsten Momente in Borderlands für mich. Verursacht Standard wollen wir nicht. Das sieht für mich am attraktivsten aus. Heidewitzke, Alter. Ja, den Moment habe ich gerade richtig gedickt. Übelster Shit. Erhöht deine Genauigkeit und deinen kritischen Trefferschaden, während du in der Luft bist. Damit kann ich gut Schilde wegbashen. Ihr seid alle so hübsch. Das stimmt. Okay, und es ist weg. Äußerst interessant. Ja, definitiv einer der besten Erlebnisse in Borderlands, das ist übelst geil. Heilige Mutter Gottes. Das ist einfach so ein Shit, den ich an solchen Spielen liebe. Wenn ich solche optionale Dinge einfach durch Erkunden entdecke. Das habe ich auch schon in Assassin's Creed Origins geliebt. Das ist sowas in einem... Wie lange ist dieses Spiel alt? 8 Jahre, 9 Jahre alt ein Spiel entdecken würde? Und dann auch noch... Mit diesem Thema über Aliens, was ich eben schon erwähnt habe, und dann auf einmal kommt da eben halt so eine Alien-Platte. Das ist zwar einfach wieder eine Fügung. Übelst geiler Stuff, Alter. Boah, Digga. Das ist so geil! Digga, Alter! Das ist einfach der geilste Schütze überhaupt, Alter. Junge! Absolut übershit. Okay. Gibt es ja nicht irgendeinen Weg, wie ich hier wieder zum Anfangspunkt zurückkomme? Kann ich vielleicht da drauf und dann da wegjumpen?
Das wäre auf jeden Fall geil. Ich glaube nicht, ne? Was das Interessante ist, was haben diese Aliens, so, was waren deren Intentionen? Wird das ein Borderlands 3 auf? Ja, ist Borderlands 3, aber manch. Mich hätte sehr gerne interessiert, was die originalen Schreiber davor hatten mit dieser Alienrasse, was deren genaue Intention war. Digga, alter Junge. Okay, sind wir Gegner? Hallo there. Kommen wir zur Sache. Du gehst in die Verhandlung. Ich komme nach Hause. Badass, huh? No, 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 mein Kleiner. Das ist tatsächlich. Digga, dieses Game macht so fucking Spaß.
Übelst geiles Game, Alter. Also das war bis jetzt der interessanteste Ort. Go away, Lost Legion, Alter. Wie ist die Zeit, Alter? Wo ist denn mein Auto? Das ist nicht da, ne? Da würde ich sagen, du wählst die Mission hier ab. Yo, where is it denn? Am Arsch der Welt, ja? Kann ich eigentlich hier... Ich muss auf jeden Fall aufpassen hier. Ich spring jetzt die ganzen Scheiße hier. Girl, Ronnie, more bitches. La la la. Ein bisschen Breakdancen, ne? Ja, Alter. Die Welt muss man einfach von euch befreien. Ekelerregend. Girl, Ronnie, more bitches. Mal kurz hier hin. Wie komme ich da oben hin? Na, hier. Geronimo, bitches, yeah. Hui! Sehr gut, wir zwei haben da draußen den Karma-Jackpot geknackt. Ja, wenn du das sagen willst. Du hast eine verlierbare Mission angenommen. Schaffst du sie nicht in der festgelegten Zeit oder den festgelegten Bedingungen, musst du sie noch einmal versuchen. Entschuldigung, die Volksfront von Concordia braucht dich dringend. Wir haben noch zu wenig Mitglieder. Darum hat Gabby ein paar Plakate designt. Würdest du sie abholen? Sie sind in unserer geheimen Basis. Eine Feuerwaffe könnte übrigens ganz nützlich sein. Das gleiche Märchen. Gut, sie machen den Cut.